Ich kann es ja jetzt nicht moderieren und jetzt lüften wir das große Geheimnis. Wer wird denn jetzt blamieren oder kassieren, moderieren? Es ist Lutz van der Horst. Herzlich willkommen zu Blamieren oder Kassieren. Ja, bis so. Eben hatte ich noch Spaß an der Sendung. Ja, Lutz van der Horst lässt sich entschuldigen, er passte nicht in den Anzug rein. Ja. Ich wusste es tatsächlich nicht. Nein, natürlich nicht. Es ist eine echte Überraschung gewesen. Also die Legende Lutz van der Horst hat ja offensichtlich gezündet. Ja. Und ich habe gesagt, heute ist ein besonderer Tag für dich und da möchte ich nicht fehlen, da möchte ich an deiner Seite sein. Ja. Vielen Dank. Ja. Und ist das mein Anzug? Das ist original dein Anzug. Ja, weil der ist aus. Ja. 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 Ich habe mich gewundert, dass die Hose so lang ist. Da musst du doch drauf treten. Nee, ich habe lange. Ja. Vielleicht durch den dicken Bauch. Ich ziehe die Hose immer sehr gerne über den Bauch ab. Ja. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Mettwoch. Stimmt. Ja, und deswegen spielen wir heute Blamieren oder Kassieren Matt Kai. Und wir haben aber auch noch, glaube ich, einen Kandidaten, oder? Weil wir können das ja nicht zu zweit spielen. Das stimmt. Für dich ist ein bisschen ein Vorteil, weil du bist es gewohnt, wenn ich die Fragen stelle. Ja. 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 Aber das sind andere Fragen. Ich habe hier Angst. Hier sind nämlich die Fragen, die immer im bescheuerten Finale kommen, wo ich immer verkacke. Mhm. Das sind die Fragen, die jetzt hier kommen. Ja, und das sind alles Fragen, die ich ausgesucht habe. Auch das noch. Ja, gut. So, jetzt kommen wir aber zum Kandidaten, zu deinem Gegner, heute hier bei Blamieren oder Kassieren in dieser besonderen Ausgabe. Und dein Gegner heute ist Sascha. Sascha, herzlich willkommen. Maske, kein Satz nicht. Moin. Ich habe gerade einen total trockenen Mund. Ich bin total. Ja, du musst mal meinen Puls hier messen. Das wäre vielleicht auch noch. Ja. Ist der Puls jetzt eigentlich hochgegangen, wo ich rausgekommen bin? Das weiß ich nicht. Im Moment ist er relativ. Was habe ich denn? Was haben wir für einen Puls? 129. Sehe ich gerade. Ach so. Ach so, Entschuldigung. Ja, nee, sag du. Was? 129! Ja. So. Ja. Sascha, jetzt wollen wir aber über dich auch noch ein bisschen was wissen, bevor wir spielen. Erstmal, wo kommst du her? Aus Wuppertal. Okay. Was machst du beruflich oder studierst oder? Nee, Versicherungskaufmann. Bin fertig. Ja. Sehr gut. Felix Lobrecht, der Hamburg-Mannheimer, so ein bisschen. Oh, findest du? Ja. Ja. Okay. Und Sascha, ich frag nicht für mich, ich frag für einen Freund, bist du noch zu haben? Nee, ich bin vergeben. Ja. Ist sie hier? Sind sie hier? Nee, ich bin hier. Okay. Gut. Alles klar? Okay. Aber ich habe für euch gefragt, ich habe es versprochen. Kommen wir später ran. Sascha, ganz kurz, dir muss ich die Regeln ja nicht erklären. Ich denke, du weißt sie, aber vielleicht mal ganz kurz. Es sind 10 Fragen. Ja. Ihr habt beide einen Buzzer vor euch. Ich lese die Frage vor. Wann immer ihr glaubt, die richtige Antwort zu wissen, buzzert ihr. In dem Moment höre ich auf zu lesen. Mhm. Ja, dann muss derjenige, der zuerst gebuzzert hat, aber auch sofort antworten.
Ist die Antwort richtig, gibt es die 100 Punkte. Ist die Antwort falsch, hat der andere alle Zeit der Welt, sich noch mal Gedanken darüber zu machen. Und die Frage zu Ende anhören. Und kann sich die Frage zu Ende anhören. Ja, genau. Wollt nicht das... Nee, ist schon klar. Ne? Und, du machst das ja zum ersten Mal hier. Ich mach das zum ersten Mal. Ich habe noch nicht so viel Quiz gemacht. Ne? das heißt, für die richtige Antwort gibt es 100 Punkte. Wenn die Antwort dann falsch wäre, werden auch 100 abgezogen. Ja. Die Differenz wird am Ende in Bargeld ausgezahlt. Ich habe 2000 Euro dabei. Sollte es am Ende unentschieden stehen, gibt es eine Schätzfrage, die so von dir geliebten Schätzfragen. Ja. Okay, seid ihr bereit? Ja, wir machen Buzzer-Test. Alles klar, Sascha. Oh. Funktioniert. Zwei verschiedene Hupen. Dann. Da. Ich bin ja eigentlich immer für den Kandidaten. Moment. Eine Frage nur noch ganz kurz. Bleibe ich auf dem Nippel oder ist das nur für heute? Das liegt nicht an mir, dann müssen wir Sebastian nachher fragen, anrufen. Okay, alles klar. Dann legen wir jetzt los mit Blamieren oder Kassieren. Hier kommt die erste Frage und es geht gleich mit einer ganz knüppelharten und extrem relevanten Frage los. Ist ja hier Blamieren oder Kassieren, nicht so ein Quiz am Vorabend. Übermorgen ist der internationale Jogginghosentag. Ihr habt richtig gehört, den gibt's wirklich. Der wird bereits seit 2009 stets am 21. Januar gefeiert. Ein berühmter Mann... Karl Lagerfeld. Und Karl Lagerfeld ist richtig, Sascha. Damit die ersten 100 Punkte für Sascha. Ich habe mich nicht getraut, sie zu fangen. Ich habe auch. Ja, das mit dem Buzzer ist ungewohnt für dich. Fußballfrage. Am Samstag kam es in der Bundesliga zu einer kuriosen Szene. Beim Spiel Köln gegen Bayern wurden nicht nur wie üblich die Trikots getauscht. Oh, das ist jetzt, zockst du, Sascha? Ich zock jetzt mal. Ja? Die Schiebermütze von Stefan Baumgart. Das war nicht diesen Samstag, glaube ich. Das gab's mal. Modest hat das gehabt, die Mütze, glaube ich, getauscht. Nee, die haben ja, Neuer hat ja mit dem Trainer von Köln die Trikot gegen Mütze. Ach so! Das ist jetzt alles, was ich weiß. Also. Das habe ich nicht. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wir fragen nach einer Person, nur fragen wir nach Steffen Baumgart oder fragen wir nach Manuel Neuer? Oh. Na, das ist die Frage. Ich kann ja nicht mehr drücken. Ne? Ich habe es aber auch nicht gesehen. Ich weiß es eh nicht. Es wurde Trikot gegen Mütze getauscht und genauer gesagt bekam... Du darfst nicht weiterlesen, der hat schon gedrückt. Ja, bekam die allseits beliebte Schiebermütze des Kölner Trainers, bekam geschenkt Manuel Neuer, aber gefragt wurde, wie der Kölner Trainer heißt. Und das war richtig! Er hat richtig geantwortet. Ja. 100 Punkte für Sascha. Das gucke ich mir in der Mediathek noch mal genauer an. Er hat gesagt Stefan Baumgart, aber es geht nur um den Nachnamen. Und insofern ist schon okay. So, Frage Nummer 3. Jetzt schon keine Lust mehr. Aber jetzt kommt eine Frage für dich. Ja. In der kommenden Woche beginnt das Dschungelcamp. Wegen der Corona-Pandemie findet es ausnahmsweise nicht... Ja, du willst jetzt nicht wissen, dass es... Oh, er hat schon wieder schneller gedrückt. Ja, ich trau mich immer nicht. Ich bin zu... Boah, ich meine Südafrika, wenn danach gefragt wird, wo es stattdessen ausgetragen wird. Mhm. Ist eigentlich peinlich, wenn ich das weiß, ne? Nee, ich überhaupt nicht. Ich sag mal so. Sascha, das ist okay. Peinlich wäre es, wenn du jetzt wie Elton aufzählen könntest, wer alles dabei ist. Das ist Südafrika. 300 Punkte für Sascha. Das Problem ist, jetzt werde ich gleich schnell drücken und dann kommt bestimmt das, was du nicht wissen willst. Ja, nächste Frage. Ja. Der Modeerbe
Tommaso Trusardi ist wieder Single. Wie jetzt bekannt wurde, gehen er und seine Frau getrennte Wege. Ich zock noch mal. Was ist los mit dir? Michelle Hunziker. Ey, das ist eine Modefrage. Guck mich an, sehe ich aus, ob ich mich mit Mode auskenne? Ich wurde eingekleidet heute, sonst... Was? Entschuldigung, was? Michelle Hunziker, wenn danach gefragt wird. Seine Ex ist mindestens genauso bekannt wie er. Es ist Michelle Hunziker, richtig! Ja, das hätte ich jetzt nicht. Oh, du bist gut, ey. Aber das hätte ich auch nicht gewusst. Also, da hätte ich mich schneller drücken können, weil ich kannte den Tomatomasi nicht. Aber nur geraten. Nächste Frage. Frage Nummer 5. Aktuell wird in Ungarn und der Slowakei eine Europameisterschaft ausgetragen. Nein! Ich war schneller! Ich war schneller, definitiv! Jetzt muss ich mal ganz kurz sagen. Wer buzzert denn bitte so? Wenn du die Hand schon drauf hast, dann drück doch einfach runter. Ich war so froh, dass ich das... Du hast so gemacht. Das zeigen wir noch mal in Zeitlupe. Nee, ist schon doch. Okay. Deine Antwort ist? Handball ist meine Antwort. Handball. Deutschland ist auch am Start und hat sich nach den ersten drei Spielen für die Hauptrunde qualifiziert. Handball-Europameisterschaft. Richtige Antwort von Sascha. Morgen geht's dann gegen Spanien fürs deutsche Team. Sascha, 500 Punkte. Frage Nummer 6. Sind wir erst bei 6? Ja. Ihr hört jetzt eine Melodie, zu der ich euch gleich eine Frage stelle. Also bitte gut zuhören. Wolfgang? Stopp. Ich habe jetzt schon gedrückt. Ja, du hast gedrückt. Ich darf ja gar nicht mehr die Frage anhören, ne? Nee. Oh, dumm. Aber... Ah, das ist natürlich jetzt... Jetzt geht's... Also, ich habe die Melodie... ich habe die Melodie erkannt. Das ist die Titelmelodie von Was bin ich? Jetzt ist die Frage, was willst du wissen? Ist das die Titelmelodie von Was bin ich? Oder wer hat Was bin ich moderiert? Tja, da musst du dich entscheiden. Oh. Worauf setzt du? Oder vielleicht, worum ging es auch in der Sendung? Nein, ich sag, was bin ich? Was bin ich? Ja. Okay, wir hören uns die Frage zu Ende an und Sascha hat die Chance. Sascha, was heißt, wir hören uns die Frage zu Ende? Und wir hören uns mal die Frage an. Ja? Ihr habt es sicher sofort erkannt, also alle, ne? Das war die berühmte Was-bin-ich-Melodie. Die auch ich schon seit Jahren nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Denn sie spielt ja auch in unserer gemeinsamen Sendung Wer weiß denn sowas eine Rolle, Elton, ne? Ja. Ja, wie hieß der in den Jahren 1955 bis 1989 die Sendung moderierte? Wer war der Moderator von Was bin ich? Das ist ja euer Jahrgang, da bin ich raus, ey. So komplett raus, wenn du jetzt so kommst. Ja? Er hat's doch gerade gesagt. Hat er gesagt? Nee, er hat nicht gesagt, wer moderiert. Ich hatte gehofft, er sagt's, aber hat er nicht. Nee, habe ich nicht. Nee, ich bin raus. Okay, du hattest ja schon gedrückt. Ja. Ne? Dementsprechend, er hat jetzt falsch geantwortet, also ziehen wir jetzt 100 Punkte ab. Weil es war ja eine falsche Antwort. Ja, er muss nicht antworten. Nee, er muss nicht antworten. Nee, dann kriegt er auch nichts abgezogen. Dann kriegt er nichts abgezogen? Nein. Ah, ich denke, dann ist falsch, okay? Nee. Okay. Er kriegt nur meine Punkte, weil ich falsch gedrückt habe. Er muss dann gar nicht antworten. Oder er sagt Risiko, ich antworte und sag Robert Lemke. Also aber hat er keine nicht. Punkte. Er kriegt keine Punkte. Er kriegt nur meine, die ich falsch habe. Nee, die wären dir doch abgezogen. Ja, die wären dir abgezogen, aber die. Ja. Oh, Kacker. Nein, jetzt verwirre ich doch nicht völlig. So, wir kommen. Also Robert so Lemke wäre die Antwort gewesen. Ja, Frage Nummer 7. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer zieht Konsequenzen. Aufgrund eines beginnenden Parteiausschlussverfahrens. Ich muss ja jetzt ein bisschen zocken, ich sag einfach mal die Grünen. Die Grünen ist richtig. Welcher Partei gehört Boris Palmer an? Das wäre die Frage gewesen. So,
Du warst ja bei minus 100, jetzt kommen 100 dazu, jetzt bist du wieder bei 0. Aber Sascha führt immer noch mit 500 Punkten. Frage Nummer 8. Sascha, komm, noch ein bisschen Kohle draufpacken. Wieder einmal hat Spencer Allen das berühmte Pool Baby auf dem Cover von Nirvanas Nevermind-Album versucht, die Bandmitglieder auf Schadenersatz zu verklagen. Seine erste Klage scheiterte letzten August wegen eines Formfehlers. Zum Zeitpunkt der Nevermind-Veröffentlichung waren die Nirvana-Bandmitglieder, der bereits verstorbene Kurt Cobain sowie Chris Novoselic, Pat Smear und Dave Grohl. Dave Grohl ist richtig! Das wusstest du da aber auch. Ich kam nicht drauf. Ich hatte Angst, die Frage geht woanders hin, weil es ging ja um den. Dass du vielleicht Penis wissen wolltest. Das ist ja dein Steckenpferd. Ne? Richtige Antwort, du bist bei 100 Punkten. Sorry, ich hab dir wieder 100 weg. Tut mir das leid. Ja, aber er kann ja noch 200 draufpacken. Also ist ja noch was drin. Ist ja noch was im Pott. Ja. Ne? So, Frage Nummer 9. Aber merkst du, ne? Seit deiner frechen Bemerkung von eben läuft es nicht mehr so. Ne? Frage 9. Ja. Heute vor 44 Jahren lief der letzte seiner Art aus europäischer Fertigung vom Band. Und zwar in Emden. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Es handelt sich um ein Automobil. Käfer? Der VW Käfer. Genauer gesagt geht es um ein Pkw-Modell untere Mittelklasse mit luftgekühlten Boxermotoren, Heckantrieb. Der VW Käfer! Richtig! Nochmal 100 Punkte für Sascha obendrauf. Ich kann es hier an der Stelle nicht spannender machen, als es ist. Also ich glaube, gewinnen wirst du die Nummer nicht mehr. Nee. Aber Sascha hat nochmal die Chance, 100 Punkte und damit am Ende auch 100 Euro obendrauf zu packen. Ja. Frage 10. Wenn ich jetzt... Nee, mach mal. Kategorie Fernsehen. Ja. Ah. Am Sonntag erreichte der Tatort des Ermittlerduos... Ich sage jetzt Münster. Nein. Oh, das ist nicht richtig. Ich wollte dir nur noch mal 100 Euro stellen. Ja. So, Sascha, du kannst jetzt ganz in Ruhe die Frage zu Ende anhören. Am Sonntag erreichte der Tatort des Ermittlerduos Thiel und Börne, gespielt von Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, eine neue Rekordquote von über 14 Millionen Zuschauern. Angeschaut hat sich die Folge sicher auch die Ehefrau von Jan-Josef Liefers. Mit welcher Schauspielerin ist er seit 2004 verheiratet? Bin ich raus. Anna. Weiß ich nicht. Hast du schon mal klein gegen groß gesehen? Ja, tatsächlich schon. Was sage ich da immer zum Beginn, bevor die Duelle anfangen? Klein gegen groß? So oft habe ich es auch nicht gesagt. Ach komm, Sascha, jetzt ist... Aber das kann man wissen. Anna, los! Ach ja, jetzt wo ihr es sagt, ja. Ja, also klein gegen groß, auf los geht's los. Das hätte ich noch gelten lassen, aber so... Müssen wir sagen, bleibt es bei dem eben erspielten Punktestand 600 Euro für Sascha. Und die Kohle, Sascha, gibt es auch gleich hier bar auf die Hand. 300, 400, 500, 600. Da bleiben für uns 1400 übrig. Das hat sich doch gelohnt. Ne? Sascha, viel Spaß mit dir. Danke schön. Alles Gute. Ja. Sascha, vielen Dank, Sascha. Herzlichen Glückwunsch. Sehr cooler, das gehört sympathischer Bedarf. Ja, vielen Dank, Kai Pflaume. Dankeschön. Dankeschön, dass du danke, mich gemacht danke, hast. Danke. Das war's mit TV Total für diese Woche. Sebastian Pofauf ist hoffentlich nächste Woche wieder da. Wir sehen uns auf jeden Fall in der ARD. 18 Uhr, wer weiß und sowas. Aber auch am 29. Schlag den Star, 29. Januar. Und zwar Max Kruse spielt gegen Frederik Lau. Das ist die Paarung. Also, einschalten, das war's. Dankeschön. Wir waren echt ein sehr, sehr geiles Publikum. Dankeschön. Tschüss.